du? Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Irgendwo festhalten. Ich bleib einfach auf dem Bett stehen. Ich bleib bei der Tür. Eigentlich ist es egal, weil sollen sich fliegen, wenn wir nicht raus. Das ist echt so. Auch wenn wir ganz vorne stehen. So an sich eigentlich passiert da ja nichts. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel? Oh. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze vor. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze vor. Nein. Oh, ich stehe in der Luft. Bam. Huch. Aber viele Testsubjekte drin. Und da fällt alles in den Nichts. Ich frage mich ja, wie es hier drinnen aussieht. Weil ich meine, hier gibt es gewisse Sachen, die einfach begehbar sind. Aber ich frage mich, da sind manche Gänge, also Stahl, da diese Stahlgänge, die ins Nichts führen. Keine Ahnung, wie das gemacht haben. Musste mal einen No-Clip in die Konsole eingeben und so. Müssen wir mal bei Gelegenheit mal machen. Ach, das ist keine Andockstation. Die ist nur 600 Meter weiter unten. Die Andockstation. Weil es da steht. Ja, da steht 500 Feet. Und wieder das Ding ins Klo fallen lassen. Ich hab's reinbekommen. Geilo. Meinst du das Notepad? Ja, Notizblock. Rein ins Klo. Los, mach die Tür auf. 3, 2, 1. Welche Tür geht denn auf? Da. Ich muss wieder das Radio irgendwo hin. 2, 1. So typisch. Das Radio ist so leicht für den Knopf. Ach ja, das macht echt wieder Spaß, das Spielen. Ja. Wie in guten alten Zeiten. Ja. Und man hört meinen Lüfter. Vielleicht, wenn ich rede. Und Dennis sagt, der Lüfter ist noch leise von dieser Grafikkarte. Meine hört man nicht. Obwohl ich auf 4K 60 FPS mit 8-mal im MSAA gestellt habe. Das ist schon relativ hoch. Schade, geht nicht. Kann doch nicht sein, ich habe doch drauf geklickt. Auf den Knopf.
Schade, dass man das nicht da drüber werfen kann. Ne? Also, man kann schon irgendwie drüber werfen, aber... Wir können es nicht, ne? Das ist das erste Mal, dass ich in 4K 60 FPS streame, beziehungsweise dass ich überhaupt streame. Es liegt an den 60 Frames bei dir. Nein. 4K 60 Frames auf einer kleinere Bitrate als ich streame. Mutig. Mutig, auf einer kleineren Bitrate eine höhere Auflösung bei 60 Frames als ich zu streamen. Ja, die Internetleitung ist halt immer... Das ist halt so das Problem in Deutschland. Die Internetleitungen nicht so... Toll, ne? Tja. Anbieter und so. Natürlich scheiße. In Amerika ist das alles viel fortgeschrittener. Da gibt es sogar Gigabit-Leitungen. Und auf anderen Teilen der Welt auch. Gemäß der Robotergesetze respektiert. Ich auch gerade gehört. Habe ich dich gerade überholt? Nö. Okay. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, so langsam dich wieder anzuschließen, weil ich hing ein bisschen hinterher vorhin. Ach, du schaust noch meinen Stream nebenbei? Mhm. Aber unfair. Schau nicht deinen Stream. Tja. Ich sehe es aber nur so nebenbei. Gut Arbeit, da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Und ich bin wieder im Aufzug. Ich bin beim Easter Egg. Ha, dann habe ich dich jetzt überholt. Weil ich habe das Easter Egg nicht gemacht, weil das habe ich schon lange zuvor gemacht. Okay. Und ich habe eigentlich in den Raum schon leicht rumgespielt, indem ich mich auf den Dinges rumgespielt habe. Wenn das so ist. So. Aber es ist unfair, den Stream des anderen zu schauen. Dann kann man dadurch sehen, was der andere macht. Du hättest mich eigentlich auch anmachen können, aber eigentlich, was soll da schon passieren? Also. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bankansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumen weniger als 1,1 Volt aktiv. Um ehrlich zu sein, wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren muss, auf irgendein Rätsel, dann werde ich wohl schon nicht bei dir reingucken. Also unfair bin ich jetzt nun auch wieder nicht. Und dazu, wenn ich mich bei etwas konzentriere, dann kann ich nicht nebenbei noch auf irgendwas gucken. Würfel, kannst du nicht mal ordentlich mit runterfallen? Zu viel verlangen? Sollten Sie keine unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation.
sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Und hepp. Und hepp. Außerdem machen wir ja kein Wettrennen. Huch, ich stehe auf der Tür. Gibt ja einen, und meine Lüfter sind wieder übelst laut. Der Portal 1 in ein paar Sekunden durchgespielt hat. Ja. Kannst du auch mit dem Taskbot. A Tool Assistant Speedrun. Nennt sich das. Okay. Da kannst du nämlich sagen, Frame für Frame sagen, was dort für ein Input sein soll. Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Bergemann hat es schon geschafft, etwas früher Whitley in die Hände zu bekommen. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. So, ah, ich kann nicht mehr zurück. Naja. Eins, zwei, drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mich. Ich finde Portal 2 ist an sich einer der besten Singleplayer-Spiele, ja. Weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt und so viele Levels und die Story recht gut ist. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Whitley ist in der Größenordnung vor allem in diesem Spiel ein bisschen sehr komisch. Vor allem, wenn man vor der Wand steht. Aber, weißt du, meiner Meinung nach ist das das Beste, was Valve zum Schluss noch gemacht hat. Also von den letzten Spielen. Ja klar, irgendwie. Ja. Bei CSGO ist nicht so der Bringer. Ja. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer vorbeigehen. Oh gut, sie ist tot. Weißt du, wer sie umgebracht hat? Ein Mensch. Jetzt ganz ehrlich. Der sagt, wir müssen durch ihre Kammer und sagt dann, oh gut, sie ist tot. Und dann sagt er hinterher, wer sie zur Strecke gebracht hat. Er widerspricht sich einfach. Das macht er aber öfters. Lol. Ich find das manchmal komisch, wenn man das Portal setzt. Ja. Da gibt's nämlich auch Glitches. Ja, zwei Portale direkt nebeneinander. Das ist schon mal so. Kannst du ohne Whitley weiter? Nein, kann man nicht. Auch gut. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Ja, schön, dass du Gott zitierst. Ist aber wohl okay, wenn es sich nicht nach oben bewegt. Ja, es. Ui, da war das Avengers Science Logo.